Ja, der nächste Programmpunkt ist auch ein beliebter Klassiker. Was ist denn hier alle los? So, und zwar die Vorstellungsrunde. Ne, also ihr habt jetzt schon ein bisschen gehört, wer wir so sind, und wir wollen natürlich auch wissen, wer ihr seid. Wir haben das dieses Jahr ein bisschen professionalisiert, wir überhaupt alles professionalisiert haben dieses Jahr. Ja, also jeglicher Charme von Improvisation wird diesem Event jetzt hier nachhaltig ausgetrieben. Das, was ihr hier seht, ist eine Timer-Geschichte, die gerade nicht funktioniert. Das ist schade. Wie jetzt? Ich hab den Ton angemacht. Nee, der Ton interessiert mich gar nicht. Es reagiert ansonsten irgendwie gerade nur äußerst unzuverlässig auf meine verzweifelten Vielleicht doch mal spiegeln. Versuche hier. Jetzt, das ist, Also eigentlich, was wir euch damit sagen wollten, das kann ich euch ja schon mal vermitteln. Wir sind jetzt natürlich auch wieder ein bisschen mehr geworden. Und wenn wir eine Vorstellungsrunde machen, in der jeder sich 2 Minuten lang vorstellt, dann gebietet uns die Mathematik, dass wir ein bisschen lange brauchen. Und ihr noch später zum Bier kommt. So. Das auch. So, das heißt, wir reichen jetzt gleich ein Mikro rum und jeder hat exakt 30 Sekunden Zeit, sich und seine Projekte zu pluggen und was er hier will und warum er hier ist. Und wenn das Ganze abgelaufen ist, dann erscheint hier ein schrecklicher Sound, der so schrecklich ist, dass wir ihn nie hören wollen. Dass ihr ihn nie hören möchtet. Und von daher muss man also unbedingt es schaffen, vorher abzubrechen, damit ich das hier wieder resetten kann. Ja. Okay, ich gebe. Wirst du zur Warnung mal den Sound spielen? Auf gar keinen. Nein, das muss doch jetzt der MacGuffin sein, dass niemand jetzt sich vorstellen kann, was das für ein Sound wird. Das ist doch Teil des Kunstkonzepts. Das ist wie Hitchcock das gemacht hat. Suspense, ja. Das liegt einfach im Raum. Keiner weiß, ob es wirklich und so weiter. So, Dennis macht hier das Mikrofonkind und keiner kann entkommen. Also, sag kurz, wer ihr seid. Sag vielleicht auch kurz, woher ihr seid. Und wenn ihr kurz aufstehen könntet, wäre das auch sehr gut, damit man euch auch sieht, weil sonst weiß man irgendwie nicht, wer gerade redet. Und ja, wenn ihr einen Podcast macht, sagt den Podcast, wenn ihr, keine Ahnung, sonstige Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen habt in Bezug auf diese Veranstaltung, könnt ihr das kurz sagen und dann sind die 30 Sekunden um und irgendjemand wird diesen Ton natürlich auch mal hören wollen, oder? Soll ich es direkt ausprobieren? Nein. Okay, ich bin Sven, ich bin Grafiker, Konzepter, ab und zu auch Sprecher. Ich mache einen Podcast, denn ich darf mit podcasten bei den schönen Ecken. Und ich arbeite am Podlove Webplayer mit für das UI. Und ich mache so ein paar Podcast-Logos ab und zu. Danke. Läuft die Zeit? Okay, also ich bin Juri Leino, ich schreibe vor allem am Webplayer und höre gerne Podcasts. Ich bin hier, wenn ihr mit mir reden wollt über was ihr gerne hättet im Player, dann sprecht mich an und ich werde dann einfach freundlich Nein sagen. Hallo, ich bin Andy Pieper aus Berlin. Ich mache seit ein paar Monaten beim Racing Blog Podcast die Technik und bin zum ersten Mal hier und erhoffe mir so ein bisschen Kontakte und vielleicht ein bisschen mitentwickeln bei ein paar Projekten. Ja, hallo. Ich bin Sebastian, ich mache einen Podcast über den Zweitliga-Club 1. FC Union mit vielen anderen Leuten und einen Vater-Sohn-Podcast, was wichtig ist. Ja, Renke Brun, 26 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder hier aus Berlin. Ich mach den Anycast mit dem Cornelis und Dennis, der sitzt da vorne, und charakterisieren würde ich mich so als den Robert Geissen der deutschen Podcasting-Szene. Ein bisschen dümmlich, unfassbar geschmacklos gekleidet, aber wunderschöne Haare. Hallo, ich bin Steffi und ich mache zusammen mit ihm da den Podcast Textilvergehen, 1. FC Union Berlin. Und ansonsten höre ich mit großer Freude Podcasts. Ja, hallo, ich bin Cornelis Carter. Ich habe schon gehört, ich mache mit bei Schöne Ecken, beziehungsweise habe das mir auch mal ausgedacht. Ich bin dabei beim Anycast und ich interessiere mich sehr für alles, was mit Bildern im Podcast zu tun hat, was ja auch schon ganz tolle Früchte getragen hat heute, überraschenderweise. Und ich interessiere mich für Geogeschichten. Ja, und was es sonst noch ergibt. Und ich nehme gerne draußen auf mit Atmo. Und ich könnte jetzt noch 10 Sekunden Blödsinn. Nein, mach ich.
Ja, Martin Fischer, hallo. Ich mache den Podcast Staatsbürgerkunde und die Wandshaltung, der aber schon länger brach liegt, also Staatsbürgerkunde läuft tatsächlich länger. Und ja, wenn noch jemand Fotos mit mir braucht, wie ich handwerkliche Tätigkeiten hier auf dem Workshop mache, ich bin dann draußen. Hallo, ich bin Jonas, wohne in Berlin und ich habe mal einen Podcast angefangen. Studierzimmer heißt da, geht um Studiengänge. Die letzte Folge ist allerdings schon 6 Monate her, da soll was Neues kommen und ansonsten freue ich mich auf neue Kontakte und eine schöne Zeit. So, ich bin der Chris Marquardt aus Hannover. Man kennt mich vielleicht von Happy Shooting und von Tips from the Top Floor. Bin zum ersten Mal da und podcaste unter anderem auch noch mit meiner besseren Hälfte auf Abzug FM. Und jetzt, es reicht schon. Ich gebe weiter. Ja, ich bin die Moni, auch aus Hannover. Ich quassel mit ihm auf Abzug FM und weil er so viel über Gadgets postet, gucke ich auf den Kreativkram. Monis Motivklingel zum Thema Fotografie und Handarbeitskram unter Fiberthermometer. Habt nicht so viel Angst vor dem bösen Ton. Sagt auch noch ein bisschen sowas zu euren Erwartungen hier. Im statistischen Schnitt wurden bisher pro Person ungefähr 20 Sekunden verschenkt. Ja? Also ihr habt schon noch, in der 10 Sekunden, das ist ja keine, egal. Wobei man auch sagen muss, neben dem Ton, also ihr habt ja ein Handmikro, das schockt euch dann im Zweifel. Also. Und was man auch sagen muss, ihr merkt das auch schon, ihr könnt nicht die Sekunden aufsparen für den nächsten, um zu hoffen, dass es nach hinten raus überhaupt keinen Ton gibt. Ja, Johannes Müller, Standort Ludwigsburg, Podcast-Projekt Kernpunkto, Podcast auf Esperanto über alle möglichen Themen außer Esperanto. Und ich interessiere mich noch für Audio unter Linux oder Audiotechnik allgemein, weil ich auch noch Musik mache. Das sind also die Themen, über die ihr mit mir reden könnt. Hallo, ich bin... Ja, aber lass doch... Hallo zusammen, Martin Rützler ist mein Name. Ich mache einen eigenen Podcast, der nennt sich, Radio Mono, genau. Entschuldigung, war gerade ein bisschen verwirrt. Und Gemalum ist auch noch ein Projekt, was ich mache und ich mache für die Uni Wittenherdecke einen Haus-Podcast und vor allen Dingen bin ich aber hier als Spion der Pod-Union, dessen Teammitglied im Magazin in der Redaktionsstube ich seit einiger Zeit auch bin. Also bin immer auf der Suche nach Themenideen und tschüss. Ein Danger Seeker, sehr gut. Ich habe einfach nicht hingeguckt, das war der Ding. Hallo, ich bin Eva. Ich jetzt wohne in Ludwigsburg und mache Podcast mit Johannes, Kernpunkto.info in Esperanto. Hallo, mein Name ist Georg Stebner. Ich mache den Podcast Social Tech Dev. Das steht für Social Technology Development. Also ich rede da momentan hauptsächlich über mein Engagement, weil ich eine Plattform auch aufgebaut habe, die halt versucht, im Sozialen mit Technik Probleme zu lösen. Okay. Hallo, mein Name ist Tine Nowak. Ich mache den Podcast Kulturkapital und meine erste Herausforderung für heute ist zu sehen, wie dieser Ton tatsächlich gleich klingen wird. Und ansonsten interessiere ich mich für Podcasts, die im Themenfeld Wissenschaft und Bildung sind, nicht nur zum Hören, sondern ich arbeite an der Uni in der Medienpädagogik, ich mache Projekte mit Lehrern und mich interessiert insbesondere, wie man auch in pädagogischen Kontexten oder in der Wissensvermittlung mit Podcast lernen und arbeiten kann. Und das mache ich sehr gerne. Oh. Du bist so fies. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war auf den Punkt. Oh, jetzt. Hi, ich bin Daniel im Sendegate UFO mit V. Ich bin die technische Seite von Kulturkapital und mich interessieren Themen Audio. Ich bin der dritte Linux-Nutzer hier. benutze zum Beispiel einfach Reaper unter Linux zum Beispiel und kann mich darüber auch mit anderen austauschen, wenn es gewünscht ist. Ja, hallo, ich bin der Carsten Wedekind aus Thüringen. Ich podcaste noch nicht, erst ab Mai. Hier bin ich, um zu sehen, ob es die Leute überhaupt gibt. Bei Ralf bin ich mir noch nicht sicher, weil die Katze fehlt.
die im Hintergrund immer ist. Die hat ja auch sein T-Shirt. Ja, und ansonsten bin ich sehr gespannt. Ich will das Thema Versicherung interessant machen. Das ist sicherlich ein Thema, was euch alle brennend interessiert. Ja, neben der Tatsache, ob es gleich hupt. Ich übergebe an Sebastian. Ja, hallo, ich bin Sebastian Riele aus Berlin. Ich podcaste noch nicht, aber ich bin Podcast-Heavy-User. Ich höre hauptsächlich Social-Media-Podcasts, also über Social-Media und Content-Marketing aus den Staaten. Hier gibt es leider noch nicht so viel. Ich hätte Interesse daran, da was zu machen. Ich bin im Netz unterwegs als Social-Media-Doktor und organisiere gerade mein Content-Strategie-Camp. Da geht es darum, um Content-Strategien zu entwickeln. Und bin gespannt, ob jemand mitmachen möchte, Content-Marketing-Podcast. Ja, hallo, ich bin David. Ich mache einen Podcast über Crowdfunding-Projekte, nennt sich Schwarmtaler. Dann mache ich noch Quatsch im Internet, der wird dann immer am Anfang der Freakshow gesendet. Das ist dann manchmal lustig, manchmal wie in der letzten Woche. Und dann habe ich noch einen, Moment, Zeit, dann habe ich noch einen neuen Podcast begonnen, einen Vodcast, so sagt man ja. Unser Podcast soll schöner werden, da geht es um Templates vom Publisher. Ja, mein Name ist der Pupe, ich komme hier aus Berlin, ich mache den Rundfunk, manchmal mache ich einfach so Videos am Kanzleramt. Ich höre verdammt viel Podcast, bin Podcast-addicted und habe jetzt eine Firma verkauft, für die, also um eigentlich da, wo ich arbeite, ein Podcast-Studio zu machen, um alles, was langweilig ist, spannend zu machen, damit die Mitarbeiter das sich dann auch gerne anhören. Jetzt habe ich auch den vollen Eintrittspreis bezahlt und würde gerne den Ton hören, darum warte ich einfach mal, was passiert. Ah, schade. Ja, ich bin Maha. Das muss schon true sein, ne? Das ist klar. Also ich bin Maha oder bei Twitter, weil Maha schon weg war, Martin Hase mit insgesamt 3a. Und ich mache diverse Podcasts, also der bekannteste ist wahrscheinlich Liedkultur oder 1337-Kultur, wie es eigentlich heißt. Ich habe jetzt zusammen mit dem Peter, der hier neben mir sitzt, der wird dann auch noch was dazu sagen, ein Podcast-Studio seit einem Monat, wo ich dann auch noch andere Projekte mache. Und da ich jetzt nicht mehr so viel Zeit dafür habe, spricht darüber der Peter. Genau, ich bin dieser Peter, Peter Hecko, aka Hackpeed. Ich mache einen Podcast, der heißt Peakcast. Geht's halt um ja verschiedene Thematiken, Interview-Podcast. Ich höre sehr viel Podcast, habe mit Macher zusammen jetzt ein Podcast-Studio, was ich am Aufbauen bin. Ich probiere schneller zu reden und einfach mehr Content hier runter zu kriegen. Ansonsten interessiere ich mich für Podcast-Technik, bin noch so ein bisschen neu in der ganzen Geschichte. Mal gucken, wie ich meine Shownotes und meine Webseite schöner machen kann mit Technologie und Audio-Equipment und bla bla bla. Also wenn ihr da irgendwie Lust habt, euch auszutauschen, einfach mich ansprechen. Dankeschön. Ja, hallo zusammen, ich bin die Jeanette, bin jetzt am Bodensee und dort mache ich den Podcast Freischnauze und Woman in Tech zusammen mit der Michaela, die noch kommen wird. Außerdem mache ich den Podcast-Client fürs iPhone Podcat und würde mich da gerne mit euch unterhalten in Bezug auf Kommunikation mit euren Hörern. Also Audiokommentare, Textkommentare, wie man die besser integrieren kann. Ja, hallo, ich bin Alexander. Ich bin jetzt auch schon zum dritten Mal hier und ich bin seit ungefähr 3 Jahren, glaube ich, zukünftiger Podcaster. Und also deswegen würde ich mich sehr gerne hier mal mit Leuten austauschen, die gerade mal so die ersten paar Folgen hinter sich haben und die mir dann mal vielleicht mal ein bisschen motivierend in den Hintern treten oder nochmal einen Tipp geben, wie ich die erste Folge dann auch wirklich mal online kriege. Danke. Ja, hallo, ich bin auch Alexander. Wir sind aus Hannover vom Robotiklabor und machen das jetzt schon seit 3 Jahren. Und mein Ansatz wäre heute vielleicht hier oder über das Wochenende was zu lernen, über besser sprechen, dass es besser klingt. Und jetzt gebe ich gleich weiter für die nächsten 30 Sekunden an meinen Kollegen. Dabei hätte ich noch so viel Zeit gehabt. Ich kann ja ein bisschen langsamer reden. Ja, ich bin auch Markus vom Robotiklabor, dem Podcast rund um Robotikthemen. Insider nennen uns auch Abschweifcast, weil unsere Sendungen werden auch schon mal 6 Stunden lang mit 90 Kapitelmarken. Und ist immer noch so viel Zeit. Was interessiert mich so? Ich bin zum zweiten Mal hier. Berlin ist total toll. Hallo Tim. Das Wetter sieht ja, könnte ein bisschen schlechter sein für einen Workshop. Und mich interessiert das Thema Hörertreffen. Da kriegen wir sehr wenig Feedback. Und ansonsten Shownotes sind auch noch ganz spannend. Danke. Hallo, ich bin die Leonie. Ich komme aus Stuttgart, bin zum ersten Mal hier.
Bin eigentlich Hörfunkjournalistin und da ist natürlich der Weg zum Podcasten nicht weit. Ich habe seit ein paar Jahren den Protrepticast, einen Podcast für Philosophie. Und da ich einfach nur von der Benutzerseite komme und vom Entwickeln relativ wenig Ahnung habe, würde mich halt interessieren, wie man den Podlove Player noch besser nutzen kann, was es noch für irgendwie Features gibt, die man ja vielleicht so nicht auf den ersten Blick gleich sieht. Ja, hallo, ich bin der TJ. Ich plane jetzt auch irgendwie seit über anderthalb Jahren, glaube ich, einen Podcast. Bin auf der anderen Seite ein bisschen entwicklertechnisch unterwegs, bin deswegen auch schon seit heute Morgen da. Ansonsten plane ich gerade ein Projekt namens podcast.audio, wo ich noch nicht genau weiß, was ich mit der Domain machen soll. Vielleicht wird es ein Verzeichnis. Wenn ihr Ideen habt, kommt gerne auf mich zu. Ansonsten suche ich jemanden, der mit mir das entwickelt, also ein Verzeichnis. Hallo, ich bin Nele, ich komme aus Hamburg. Ich schreibe meine Doktorarbeit zum Thema Podcasting im deutschsprachigen Raum. Also es konkretisiert sich ein bisschen. Ich bin jetzt das fünfte Mal dabei. Und seit letztem August kuratiere ich die Liste Frauenstimmen im Netz, wo Podcasts mit Frauenbeteiligung gesammelt werden. Also wenn euch noch welche einfallen, da ist noch sehr viel Platz auf dieser Liste. Sie ist sozusagen unendlich. Und wir überlegen ein bisschen, ein Verzeichnis dazu zu bauen. Und wer daran Interesse hat, meldet euch gerne. Danke. Ja, hallo, ich bin Lukas aus Helsinki. Ich arbeite dort als Grafiker und Programmierer, bin viel mit WordPress beschäftigt, von dem her ganz interessiert am Podcast Publisher und habe seit 2 Monaten einen eigenen Podcast gestartet, Bits and Pieces. Es geht ein bisschen um alles Mögliche, Europa und wie man sich heutzutage so bewegt. Hallo, ich bin Manuel, ich wohne 10 Minuten von hier und bin in allererster Linie langjähriger Podcast-Hörer und bin eigentlich hier, weil ich mal ein paar Gesichter sehen wollte zu den Stimmen, die ich immer im Ohr habe. Ich habe mal einen Podcast gemacht, Wie wird man, über Beruf und Lebensgeschichten, der liegt ein bisschen auf Eis gerade. Mache auch ein paar YouTube-Sachen, so einen Sprachkurs, also wenn jemand über Videos reden will. Und ich reise gerne sehr leicht. Wenn jemand weiß, wie man nur mit einem iPhone bewaffnet podcastet, dann habe ich großes Interesse. Ja, hallo, Johannes. Ich mache den alltäglichen Podcast über, ja, wir lesen Bücher und besprechen die dann im Selbstverbesserungsbereich, nennen wir es so ein bisschen. Und ich habe 2 englische Podcasts zu Softwareentwicklungsthemen, einmal Software Engineering Radio und einmal den Podcast meiner Firma, den ich gerade aufbaue, Thoughtworks. Hallo, ich bin Marielle, ich bin Biologin und wohne in Konstanz und zusammen mit Katrin nehme ich ab und zu eine Folge für den Podcast ConScience auf, wo wir uns über mehr oder weniger Aktuelles aus der Wissenschaft unterhalten und noch sehr viel seltener nehme ich eine Folge zusammen mit meinem Co-Podcaster Fabi auf über Pfadfindergeschichten. Ich bin der Matthias. Ich bin zusammen mit 2 anderen machen wir den Podcast Bretterwisser. Da geht es um Brettspiele und Gesellschaftsspiele und alles, was dazugehört. Das machen wir seit knapp 2 Jahren. Ich bin zum 2. Mal da. Ich habe vom letzten Mal sehr viel mitgenommen. Wir haben das gesamte Design unserer Webseite neu machen können. Und diesmal bin ich vor allem interessiert daran, wie da Finanzierung auch vielleicht möglich ist. Wir haben heute eine Patreon-Kampagne gestartet und hoffen, dass wir darüber vielleicht auch was zusammenkriegen. Ja, hallo, ich bin ein weiterer Sebastian. Ich weiß nicht, ob ich mich Podcaster nennen darf. Ich habe gerade mal eine Folge aufgenommen. Danke. Daher ist da auch mein Interesse dran, was man nur so machen kann noch. Also ich habe mir das alles ein bisschen selber beigebracht und will jetzt halt mal von den Könnern lernen. Und es handelt sich um Eltern. Also ich habe hier vorne schon irgendwie jemanden, mit dem ich nochmal reden muss. Und wenn ihr da irgendwie so ein paar Tipps mit Technik, also mit der Hardware für mich habt, dann immer gerne zu mir. Und ja, danke. Ja, mein Name ist Johannes Wolf, aka ohne Kuh. Ich mache den Podcast Der will doch nur spielen. Das ist ein Podcast, der die Podcast-Szene persifliert oder Audioinhalte. Dann bin ich Initiator des Podpreises, der nächstes Jahr starten soll. Und neue Projekte, einmal mit der Stadtbibliothek Köln wird es einen neuen Podcast geben und Puerto Partida, ein Rollenspiel-Podcast mit vielen Podcastern und ganz vielen tollen Sachen.
Ja, hallo, ich bin Michael McCormon Jr., ich bin Entwickler und Grafikdesigner und bastel so ein bisschen an Podcast-Verzeichnissen rum und design das neue Design von Fürz. Hallo, ich bin der Georg von Graz. Ich mache den Service Aphonics, so zur Audio-Nachbearbeitung. Und ja. Okay, eigentlich habe ich eh nichts mehr zu sagen. Also wenn wir mit dem iPhone erklären, was? Na, wenn wer Fragen hat, einfach zu mir kommen. Hallo, ich bin Alex, ich komme aus dem nördlichen Ruhrgebiet, genau gesagt aus der tollen Stadt Mahl. Die kennen vielleicht Leute durch den Grimme-Preis, so muss ich wahrscheinlich ducken. Die Frage, was sagst du so? Ich bin eigentlich hauptsächlich am Podlove Publisher aktiv, also ich entwickle das zusammen mit Erik und auch ansonsten die WordPress-Plugins, die wir so in nächster Zukunft da mal rausschieben werden, bin ich eigentlich auch durchaus beteiligt. Also wenn es Fragen dazu gibt, gerne an mich. Ja, hi, ich bin Nadja. Ich promoviere hier an der FU zu Islamwissenschaft und habe bislang nur Podcasts gehört und einmal mit Holger einen gemacht und würde gerne irgendwie Ideen ein bisschen sammeln, wie man das an der Uni besser einsetzen kann als Medium und so und nicht nur mit Texten arbeiten und so. Genau. Ja, moin, ich bin der Philipp. Ich mache den Bahncast. Bei mir geht es um die Eisenbahn und ich freue mich wie beim letzten Mal auch schon auf nette Gespräche. Ja, hallo, ich bin der Bernd. Ich bin das erste Mal auch hier. Ich bin bis jetzt nur Podcast-Hörer. Ich überlege mir gerade vielleicht ein paar Sachen zu machen und wollte mir hier einfach nur mal angucken, wie man so eine Infrastruktur vielleicht aufbaut. Glück auf. Ich bin Nikolas, Physiker, komme aus Gelsenkirchen, Schalke. Das ist so tragisch, wie es klingt. Ich bin Physiker und das läuft beruflich gerade nicht so gut an deutschen Universitäten. Deswegen mache ich den Podcast methodisch inkorrekt. Ich sage gerne immer, ich bin der methodische Teil von methodisch inkorrekt. Der inkorrekte Teil ist auch hier. Der stellt sich gleich persönlich vor. Vielen Dank. Hallo, ich bin Ulrike aus Berlin. Ich bin bisher nur Podcast-Hörer, hauptsächlich Wissenschafts-, Geschichts- und Medienpodcast. Ich hätte Lust, einen Podcast zu starten über die Berliner Museen und ich würde gerne lernen, Shownotes zu schreiben. Hallo, ich bin Reinhard, ich bin die chaotische Hälfte von Methodisch Inkorrekt, auch Physiker, wir reden halt gerne über Wissenschaft. Ich komme aus Essen, das ist genauso scheiße wie Gelsenkirchen. Also wir kümmern uns generell viel um Wissenschaftskommunikation, es liegt uns sehr am Herzen. Also neben unserem Podcast machen wir noch Kindervorlesungen, gelegentlich mal Science Slams, auch ein super Format, alle mal hingehen, gibt es hier in Berlin auch, im SO 36 und reicht. Ja, hallo, ich bin Marco Zehe, komme aus Hamburg und ich mache mit meiner Frau zusammen einen Podcast Wir Sabbeln. Den gibt es seit Ende November letzten Jahres und ich habe jetzt im April auch noch einen eigenen weiteren gestartet. Ohrenbilder heißt der und das ist sozusagen eine Fortsetzung meiner bisherigen Audioboom-Aktivitäten, die ich eingestellt habe, weil mir der Service überhaupt nicht mehr gefällt. Ja, bin blind und ansonsten freue ich mich auf alles Mögliche. Unter anderem interessiere ich mich sehr für Audio-Equipment. Okay, danke. Ja, hallo, ich bin Sebastian oder auch Kassette, auch aus Hamburg. Ich bin ein Teil vom Lauschpott Kultur, Politik und Gesellschaft aus Hamburg hauptsächlich. Wir haben auch einen kleinen Auswärtsblock, aber der kommt ein bisschen knapper dran. Ralf schummelt so ein bisschen da vorne mit der Stoppuhr, habe ich gerade gesehen bei Marco. Deswegen werde ich mir jetzt die Sekunden einverleiben. Aber kriege ich wahrscheinlich auch nicht hin. Ja, neuer Podcast ist noch geplant oder schon länger geplant, aber wie bei den meisten hier dauert immer, bis man das Ganze dann wirklich an den Start gekriegt hat. Und ja, will mich hier mit euch austauschen. I am Preben from Hindenburg Systems and mein Deutsch ist echt schlecht. Hindenburg Systems made the podcast editor, so I'm behind all the podcasts or a lot of them. So,
Mal aufpassen mit der Kamera. Ja, ich bin Steffen vom V100-Podcast und neben mir sitzt auch noch mein Partner. Wir sind auch noch bekannt unter den tollen Namen Harald und Klodwig, die total männlich klingen, ja. Und wir sind noch die anderen Linux-Podcaster. Applaus. Und ja, ich würde gerne noch mehr über Linux sprechen, Podcasten, Shownotes und Mumble. Ja, hallo, ich bin Luis, wohne in Düsseldorf, komme aus Berlin. Die andere Hälfte vom V100-Podcast, ähnliche Themen, Linux-Podcasten unter Linux und vor allen Dingen Geschichtspodcast interessieren mich. Wenn jemand was vorhat in der Richtung, gerne auch mitzukommen, ich würde gerne drüber reden. Ja, dann mache ich weiter. Stefan hier aus Berlin, Ajuvo auf Twitter. Ich mache den damals TM-Podcast zusammen mit den beiden hier. Meistens haben heute eine Folge aufgenommen zum Thema Versicherungen. Damals. Und ja, hört es euch an, dann wisst ihr, was das ist. Hallo, mein Name ist Dorte Kesting. Ich muss erstmal sagen, Mikro. Ich hatte noch nie so ein Ding in der Hand. Aber ich würde gerne mal einen Podcast machen zum Thema Familie und Beruf. Ich muss mit euch beiden auch nochmal sprechen. Ja, hallo, ich bin der Jakob. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Also da vorne ist eine Katze, die winkt. Da ist eine Uhr, ich mache den Kreativ-Podcast und zwar einen Podcast von einem ADHSler für ADHSler. Also ich versuche mich gerade ein bisschen zu fokussieren. Ich bin Lutz aus Hamburg, bin bis jetzt nur ambitionierter Hörer, habe aber einen Podcast in Pipeline und wollte mich hier einfach nur mal ein bisschen um die technische Seite kümmern. Hallo, ich bin Jan. Ich wohne seit 5 Jahren in Berlin. Ich bin Entwickler und Heavy-Podcast-Hörer und höre Podcasts mittlerweile meistens auf meinem iPad und finde, dass da eigentlich alle Clients hässlich sind und stinken und habe mir deswegen vor ein paar Monaten überlegt, ich baue mal einen neuen und würde gerne über Feeds und Standards reden und was man da vielleicht alles noch reinschreiben könnte. Hallo, ich bin Mira, das 4. Mal jetzt dabei. Ich habe einen Podcast, der nennt sich Lebenszeit. Schon einen langen Dornröschenschlaf, jetzt seit einem Jahr, aber der soll wiederbelebt werden. Und ich finde, man holt sich immer sehr viel Motivation und trifft ganz viele spannende Leute. Und da freue ich mich drauf. Ja, hallo, ich bin Mirko. Ich habe den Podcast Sendungsbewusstsein. Auch ich habe jetzt mal ein halbes Jahr Pause gemacht. Und ich jage Podcaster. Also wer von euch sich mal mit mir über sein Sendungsbewusstsein unterhalten möchte, kommt zu mir. Season 2 beginnt bald. Hallo, ich bin Dirk aus Berlin. Ich mache 2 Podcasts für Entwickler. Einen über Android, der heißt Panroid, seit 4 oder 5 Jahren, ich bin mir gerade nicht sicher. Und den anderen über Bitcoin, der heißt Bitstaub. Und ich bin hier, ich benutze den Podlove-Publisher seit über einem Jahr, glaube ich, und habe ihn nie so richtig zum Laufen gekriegt bei mir. Also ich konnte damit Produktion machen, aber jetzt ist er mir total um die Ohren geflogen. Also ich suche jemanden, der mir das Ding wieder heile macht oder mir dabei hilft, ihn selber heile zu machen. Ja, hallo, ich bin Paul, einer der Gründer von AudioGuideMe, einer Plattform für ortsbezogene Audioinhalte. Wir machen allerlei Zeug, was mit Karten und Audio zu tun hat. Unter anderem eben auch ganz super gerne mit Podcastern. Ich bin heute das erste Mal hier, hochinteressiert und ja, freue mich einfach auf spannende Formate, spannende Leute kennenzulernen und von euch was zu lernen. Vielen Dank. Hallo, ich bin Max Snyder. Ich mache in der Hauptsache 3 Podcasts. Einmal The Insnyder, der unprofessionelle Fachpodcast für Unterhaltung. Nerd-Emission Weekly Tech Podcast und Es spricht, ein spontaner Interview-Podcast mit einem iPhone produziert unter anderem. Also ich kann dir da nachher gerne mal helfen. Und ich bin auch Teilzeitgast und Tech-Host bei Stink Talks. Hallo, ich bin Felix, ich bin Podcaster aus Berlin, habe den Podcast ammikrofon.de, mache Interviews mit Leuten draußen mit viel Atmo, genau wie bei schönen Ecken. Bin außerdem Teil von Kiez FM e.V., einem gemeinnützigen Radiosender, bei dem wir jetzt ganz neu eine Podcaster-Lounge eingerichtet haben, wo übrigens der Ajuvo auch seinen Podcast halt aufgenommen hat, damals TM. Wer so einen Raum braucht, wo er mal hingehen kann, kann sich gerne melden, ist gemeinnützig, gibt ab heute auch einen Online-Buchungskalender dafür. Yeah.
Hallo, ich bin Daniel, ich mache den Podcast Coding History und Stimmen der Kulturwissenschaften und gemeinsam mit Felix auch ein Meetup in Berlin, ein Hands-on-Podcasting-Meetup. Also wer Lust hat, sich in Berlin noch zu vernetzen, kann gerne vorbeikommen. Ja, ich bin der Jochen, ich mache den Jagdfunk. Themen rund um die Jagd und daran anschließend halt Naturnutzung durch den Menschen. Das ist so schlimm geworden, dass ich für den September eine ähnliche Veranstaltung wie diese hier in dem Themenfeld plane. Und ich bin halt hier ja vor allem so für das Thema Sendungsvorbereitung, Gesprächspartner recherchieren, Themen aufbereiten, sodass am Ende halt ein rund gelutschtes Sendungsstückchen rauskommt. Danke. Guten Abend, ich bin Katrin, auch von der Uni Konstanz, dementsprechend Teil des ConScience-Podcasts. Und neben den Audioaufzeichnungen interessieren mich auch Vortragsaufzeichnungen, also die Verheiratung von Slides mit der Audiospur. Hallo, ich bin Sascha, alias Sideboard. Ich mache einen Podcast namens Gruppentherapie, so ein typischer Laber-Podcast. Und ich interessiere mich auch fürs Podcasten unter Linux. Hallo, ich bin der Daniel Danimo und ich mache hier das für das C3 Rock euer Videostreaming mit dem Rock-Team. Ich bin nur das sichtbare Team, da gibt es noch ganz viele mehr, die eigentliche Arbeit machen. Ich sitze hier nur schön. Ansonsten, ich mache das Chaos Radio mit und die Seite ist ein bisschen altbacken und vielleicht kann man da was machen. Ich habe ja gehört, hier gibt es viele Softwarelösungen dafür. Ja, hallo zusammen, ich bin Michael und bin gerade Ihr Kamerakind, eins der beiden. Ansonsten findet man mich unter Solman82 im Sendegate, auf Twitter etc. Und wir hatten ja gerade schon Teilzeitgast, ich bin Dauergast und zwar bei Nerdic Talking, findet ihr unter nerdic-talking.fm und ja, ich freue mich einfach hier zu sein und viele interessante Leute zu treffen. Dankeschön. Hi, ich bin Boris Bittner vom Deutschlandradio, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und die Radio Wissen. Ich bin Redakteur, ich weiß wenig Technisches über Podcasts. Ich weiß, dass wir 113 Podcasts anbieten und bei der geballten Kompetenz hier habe ich die vage Hoffnung, dass wir es für den Deutschlandfunk und die beiden anderen Programme aus dem linearen Zeitalter rausschaffen. Ja, servus zusammen, Christian Meyer, Podcast Cluster München. Ich habe gehofft, dass noch einer vor mir kommt, der auch im B2B-Umfeld tätig ist oder einen Podcast macht über B2B-Themen. Da bin ich aber offensichtlich der Einzige, der Mike Pfingsten ist nicht da. Aber ich spreche mit vier Kollegen zusammen einmal im Monat über alles, was in der IT-Branche so vor sich geht und was die großen Marktplayer dort so machen. Bin seit Anfang an da. Schön, dass ihr alle da seid und dass es immer mehr werden. Ich heiße Martin, ich komme aus Kaiserslautern. Seit 22 Monaten schreibe ich Shownotes unter Pseudonym für Frind und bin jetzt mal hier, um zu gucken, wie der Podcaster an sich so drauf ist. Hallo, ich bin der Walle, ich schreibe Shownotes, weiß nicht seit wie vielen Monaten und das geht übrigens auch mit Linux. Hallo, ich bin Kai, ich schreibe auch Shownotes und wir suchen für unsere Plattform ganz, ganz dringend immer noch Entwickler. Wenn ihr da also euch engagieren möchtet, kommt gerne auf uns zu. Ja, hallo, ich bin Mo, auch von den Shownotes aus dem Shownotes-Cluster Berlin. Hallo, ich bin Evita, das Quotenmädchen der Shownotes, beschäftige mich außerdem mit Transkription, darf ab und zu mal beim täglichen Wort ein Wort sagen. Ja, komme aus Leipzig und gebe weiter. Hello, I'm Aham from Henneberg. My German sucks, sorry about that. So we are working on the same thing, me and Breben over there, so I'm not gonna explain again. Thank you, everybody. Hi, ich bin Martin Hering. Mac- und iOS-Entwickler. Ich habe den Instacast-Podcast-Client gemacht. Das war's.
Ja, ich bin Sebastian Reimers. Ich mache das Projekt Studio Link. Das ist eine Voice-over-IP-Hardware-Box, um Ferngespräche zu verbessern. Und ja, das ist mein Projekt. Komme aus Raden, das liegt in der NRW. Ja, wer dazu Fragen hat, auch allgemein Voice-over-IP, Mumble oder Skype. Ich habe mich in dieses ganze Thema eingearbeitet. Also gerne ansprechen. Das ist ein cooles Projekt. Thomas Wagner, oder kurz Tom, aus Ulm. Ich mache Fotos. Wer also einen Balken im Gesicht haben will, der sagt es dann bitte. Und ansonsten, wenn jemand mit mir eine Nullnummer für Brotbacken-Podcast, also Broadcast machen möchte, das wäre cool. Danke. Hallo, ich bin Henning Krause aus Berlin und ich höre ganz viele Podcasts und finde insbesondere Wissenschaftspodcasts supergeil. Und deswegen habe ich bei meiner Arbeit, wo ich Öffentlichkeitsarbeit für eine Forschungseinrichtung mache, auch dann angefangen, Podcasten zu lassen, weil ich nicht selber podcaste. Und da bin ich sozusagen der Chef vom Holger beim Resonator und genau, würde mit euch gerne über Wissenschaftspodcasts reden, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Hallo, ich heiße Lars Winnauer, vielen als Lasse geläufig. Podcaste nicht, fummel so ein bisschen im Podlove-Projekt mit rum, da am Podlove Validator. Und ansonsten unterstütze ich Danimo noch beim Chaos Radio ab und zu mal. Hallo, ich bin Alexandra und bin aus Berlin und mache am Podlove Webplayer das Frontend. Und wenn ihr dazu Fragen habt zum Frontend, könnt ihr mich auch gerne fragen. Also alles das, was man im Browser sieht und was noch möglich ist, da bin ich gern dabei. Und ich war die Letzte. Haben wir alle? Wer fühlt sich vernachlässigt? Melde sich. Okay. Alle einmal dran gewesen? Na super. Das ging ja fix. Ein bisschen so. Mit der Keule droht, spuren sie auch gleich. Vorrat. Just works. Ja, super. Was sagt unser Programm? Ich glaube, wir wollen als nächstes die inhaltliche Planung machen, aber ich denke, wir brauchen eine kurze Pause, ja, das oder? Würde ich auch vorschlagen. Diese könnt ihr dann auch nutzen um die Zettel an der Wand nochmal zu begutachten oder gegebenenfalls auch noch Zettel dieser Wand hinzuzufügen. Ja, ich denke... Ihr werdet jetzt schon so mitbekommen haben, wo hier so kompatible Interessen sind oder vielleicht seid ihr jetzt auch erst auf Ideen gekommen oder euch selbst erst jetzt klar, was ihr eigentlich wollt. Also macht Vorschläge für Sessions. Das kann halt sowohl sein, mit dass ihr da extrem was einzubringen habt oder dass es mehr so ein Wunsch ist, das wäre ja toll, wenn das wäre, weil das interessiert mich und ich habe auch den Eindruck, bei anderen verfängt das auch. Und wie gesagt, es gibt thematisch hier keinerlei Beschränkungen. Genau, wir haben morgen, das ist dann die einzige leider restriktive, die wir doch haben, 12 Slots, die wir halt so vergeben haben. Das ergibt sich ganz schlicht und ergreifend daraus, dass wir 3 Räume haben und 4 Zeitslots eben eingeplant haben dafür. Wenn es eine Session gibt, die keinen Raum braucht. Genau, das ist jetzt der Punkt, dass wir die dann einfach noch parallel hängen können. Und da ja auch, also hier kam gerade die Frage auf nach Sessions, die keinen Raum brauchen. Du machst, glaube ich, Chris, was zu Fotografien, ne? Als Episodenbilder oder zum Rauchen im Hof. Das, also wenn das zum Beispiel draußen passieren kann, ist das natürlich kein Ding. Das sprengt quasi etwas unsere Restriktive. Seid kreativ, dann klappt das auch. Und wie gesagt, wenn ihr so Themen habt, die eher in kleiner Gruppe auch besprochen werden können, dann finden wir auch ein bisschen andere Räumlichkeiten noch, um das alles aufzufangen und euch dann hier auch zu verorten, sodass alle am Ende glücklich rausgehen. Das wäre jetzt nämlich auch der Zeitpunkt, wo du diese Meetup-Übersicht zeigen könntest. Weil wir nämlich letztes Mal am Ende ziemlich glücklich eigentlich rausgegangen sind, weil wir das Gefühl hatten, hier ist viel passiert und viel entstanden auch. Unter anderem diese ganzen Meetups. Also wir selber haben es noch nicht geschafft, uns das mal an den Start zu bringen. Aber ihr habt geschafft, das zu machen. Und das ist, glaube ich, noch nicht mal die ganze Übersicht. Also es gibt noch viel mehr, die sich mittlerweile gefunden haben und lokal treffen. Und da hatten wir schon so ein bisschen das Gefühl, dass das hier auch eine Initialzündung war. Und das freut uns sehr, dass ihr das mitgenommen habt. Und genauso würden wir uns freuen, wenn ihr hier dann wieder Impulse mitnehmt, die dann für mindestens nächste halbe Jahr reichen. Ja, Pause.
Nee. Wie spät treffen wir uns wieder? Machst du mal bitte den Zeitplan? Ja. Jetzt haben wir es 17:20 Uhr. Sind wir dann auch so halbwegs in der, sind wir. Dann machen wir um, was ist das? Heißt das 18 Uhr? Das ist jetzt alles verschoben. Nee, kannst du es mal kleiner machen, damit wir das zumindest sehen, wie es gemeint ist? Nein, um 17:30 Uhr. Doch, 17:30 Uhr war das eigentlich geplant. Das also könnte knapp werden. 17:45 Uhr die Planung muss. Ja, mach 17:45 Uhr, oder? Ja, okay. Machen wir 17:45 Uhr. Dann haben wir jetzt 20 Minuten Pause, nutzt. Aber dann pünktlich 17:45 Uhr. Ja. Danke. Sonst Ton.